Jungs, herzlich willkommen zu Wer bin ich? Die Spielregeln sind wie folgt. Ich gebe euch einen Hinweis. Wir suchen Personen, die mit dem VfL Wolfsburg zu tun haben. Spieler, Ex-Spieler, Trainer, keine Ahnung, Prominente, vielleicht Fans, was auch immer. Und ich gebe euch einen Hinweis. Und je schneller ihr drauf kommt, ihr spielt im Team, desto mehr Punkte bekommt ihr. Ja. Prima, dann fangen wir an mit der ersten, mit dem ersten Hinweis, mit der ersten Person. Meine Position ist Sturm. Noch ein Hinweis. Ja, klar. Ja, ihr sagt immer, wenn ihr noch einen Hinweis haben wollt. Mein Geburtstag ist am 7. Februar 1999. Jonas Wind. Ist das die Lösung? Ja, ich vertraue mal. Ja, er hatte vor kurzem Geburtstag. Ja, also. Weil es, ich habe auch Geburtstag. Ja. Aber oh, aber vielleicht denken die, ich bin Stürmer, weißt du? Ja. Noch ein Hinweis. Noch ein Hinweis, lieber? Warte, bist du, es steht auf deinem Autogrammkarte Stürmer oder Mittelfeld? Stürmer. Stürmer? Ja, dann brauchen wir noch einen, ja. Ja, ein Hinweis noch. Mein Vater war ebenfalls Profifußballer. Ja, dann. Jonas? Ja. Bist du sicher? Ja. Ja. Lösung, Jonas Wind? Ja. Dann gebe ich euch erstmal die letzten Hinweise. Ich bin 1,90 groß, gebürtig komme ich aus Dänemark. Mein erster Profiverein war der FC Kopenhagen. Ende Januar 2022 bin ich zum VfL Wolfsburg gewechselt. Ich bin Jonas Wind. Hey. Stark. Ein Punkt. Top. Sehr gut. Nächste Person, machen wir direkt weiter. Ich wurde am 2. April 1979 geboren. 79? Okay. Ja, weiter. Weiter. Mein Geburtsort ist Campo Limpo Paulista. Campo. Campo Limpo Paulista. Okay. Noch ein. Warte mal, 79, das heißt, der ist jetzt 79, der ist 44 ja. Ungefähr, ja, je nachdem, ja. Okay. Mein voller Name lautet Edinaldo Batista Libanio. Ronaldo. Könnte sein, ja. Nein. Ja. Naldo. Oder vielleicht Grafic, keine Ahnung was. Edinaldo? Edinaldo Batista Libanio. Ja, kann sein, dass es einfach Naldo ist. Oder? Oder sollen wir noch einen anhören? Ja, lass noch. Okay, einen. Noch einen. Von 2007 bis 2011 habe ich beim VfL Wolfsburg gespielt. Ich glaube, das Ding. Grafic auf jeden Fall. Dann, weil wegen Meisterschaft war dann. Lösung ist? Grafic. Loggt ihr ein? Ich sage noch die anderen drei Hinweise und dann gibt es die Lösung für euch. Davor habe ich in Frankreich bei Le Mans gespielt und nach meiner VfL-Zeit wechselte ich zu Al-Ahli nach Dubai. Beim VfL habe ich 107 Bundesligaspiele gemacht und 59 Tore erzielt. Ja. Heute bin ich unter anderem Markenbotschafter des VfL. Ich bin Grafic. Stark. Danke, Luki. Wir machen weiter. Ich wurde am 26. Juli 1953 geboren. Juli. Juli. Ja. 53. Okay. Okay. Mein Geburtsort ist Aschaffenburg. Ich weiß es, glaube ich. Nee. Du darfst laut denken. Nee. Ihr sagt immer, es ist Lösung. Nee, das kommt aber schon im Alter hin. Aschaffenburg? Aschaffenburg bin ich geboren. Okay. Weil Marcel kommt ja aus Aschaffenburg, aber das Alter passt nicht. Wenn er das sieht, ne? Ja. Nächster Hinweis. Ja. Ich bin Brillenträger des Jahres 2004. Noch ein. Weiter, ja. Vierter Hinweis. Als Spieler habe ich bei Viktoria Aschaffenburg, beim 1. FC Saarbrücken, beim HSV und beim FC Bremerhaven gespielt. Ich habe keine Ahnung. Ja, weiter. Ich bin Trainer des Jahres 2003, 2005 und 2009 geworden. So. Ah, ich glaube, ich weiß. Felix Magath, ne? Kann sein? Ja. Ja. Felix Magath. Ich bin Europameister 1980 mit Deutschland geworden, 83 Landesmeister bzw. der Vorgänger der Champions League mit dem HSV. Ich bin Meistertrainer des VfL Wolfsburg. Ich bin Felix Magath. Sehr gut. Sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten Person. Ja. Ich spiele am liebsten im Offensivbereich. Weiter. Okay. Die erste ist immer schwierig, ja. Ne? Laut Transfermarkt und Wikipedia bin ich 1,81 groß. Könnte theoretisch ich sein. Bist du? Ich bin 1,81. Offensivbereich passt auch, aber weiß nicht, ob wir schon einloggen wollen. Aber okay.
Noch. Lass noch eine. Oder? Ja. Ja, weil. Ich bin Vize U21 Europameister 2019 mit Deutschland. Ja. Luka Waldschmidt. Ja. Mein Vater hat in der zweiten Liga gespielt. Mein erstes Pflichtspieltor für meinen ersten Profiverein habe ich im DFB-Pokal gegen den Bremer SV geschossen. Mein erstes Bundesligator habe ich gegen den VfL Wolfsburg geschossen. Ja. Aktuell spiele ich beim VfL Wolfsburg und trage die Rückennummer 7. Ich bin Luka Waldschmidt. Ei. Hätten wir direkt eingeloggt. Ja, gut, ich habe schon Offensivbereich dazu, aber ja. Am liebsten, ne? Was hast du davor gespielt denn? Hä? Was ja, nein, was weil es halt sonst? Ja nicht so klassisch Stürmer oder also so halt so. Ach, einfach so. Offensiv, ja. Okay. Ja. Letzte Person? Ja. Okay. Gehen wir es an. Ich bin in Drongen geboren. Drongen. Okay, weiter. Aktuell habe ich 93 Länderspiele für meine Nation gemacht. 93 Länderspiele? Hat jemand bei uns so viele Länderspiele? Nein, ne? Ich denke, das ist ein Spieler, der schon mal, ich weiß nicht, woher kommt Mario Gomez? Nee, ist ja deutsch. Drongen. Aber er sagt ja aktuell, also muss er eigentlich, spielt er ja noch. Müssten noch welche kommen. Aber ja, wir machen nichts, oder? Okay. Mein erster Profiverein war KRC Genk. Genk ist in Belgien. Drongen ist auch Belgien, dann 93 Länderspiele, aber Kuhn hat nicht so viele. Sepp auch nicht. Ich habe 52 Bundesligaspiele für den VfL gemacht. Ich weiß es nicht. Weißt du? Nee, ich weiß auch nicht gerade. Ich habe keinen Plan. Nächste. Dabei habe ich 13 Tore und 27 Vorlagen gegeben. Er ist Belgier, weißt du? Ich hätte... Aber Wout hat mehr... Nein, Wout hat mehr Spiele und hat auch nicht 93 Länderspiele. Ich hätte kurz an Wout gedacht, weil Statistik ist top, aber der hat mehr Tore, weniger Assists, aber... De Bruyne? Ja, 100%. Sag. De Bruyne. Ja, aber Genk war erster Verein noch, ja. Mit dem VfL bin ich DFB-Pokalsieger geworden, aktuell spiele ich bei Man City. De Bruyne. Ja, stark. Sehr gut, Jungs. Da. Ich hoffe, hat es Spaß gemacht. Ja. Ich glaube, ihr habt ganz gut Punkte gemacht. Top. Sehr gut. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.